Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Achtung, Feindpräsenz. Ghost Raccoon Wildlands. Wir müssen uns jetzt beeilen. Markiere Feind. Weil wir müssen innerhalb von 2 Minuten hier alles aufräumen. Beziehungsweise wir müssen so einen Wagner-Typ befreien. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Okay, das war's. Das ist praktisch, dass das wie so ein Ding fungiert. Roger, ich gehe in Position. Roger, Ziel markiert. Lass mich in Position gehen. Verstanden, unterwegs. Also so ein Aufzug, aber ich kann loslegen. Sagt Pulpo vor, Cabron. Ist das dein Ernst? Ich hab Schiss dieser Kerl Sueño, nicht, dass uns weit ist, ne? Por favor, aufhören! Sueño hat uns geschickt! Ich höre auf, wenn du mir sagst, wo Pulpo ist. Así que canta, hijo de la chingada! Shit, die haben wohl eine Leiche gefunden. Seht mal da, Waffenkiste. Cool. Alles okay, Waffen. Alles okay. Oh Gott, ich hätte den Fall. Entschuldigung. Oh Gott, es tut mir leid. Aber es hat gepiepst und. Oh. Und dann sah es so aus, als wäre hinter dem einer. Und ich dachte mir, hä, wie kann das sein? Aber ja, war wohl nicht so. Quédate quieto. Danke, vielen Dank. Aber wer seid ihr? Wir lassen dich am Leben, das muss reichen. Bewegung. Okay, bring Wagner zu Achelos Charlie. Gut, ja, ist hier ein Flugzeug nicht. Flugzeug sowieso nicht. So, wo müssen wir denn hin? Noch da. Ja, lol. Ah, wir hätten hier wirklich alles schön aufräumen können. Und dann, da ist ja ein Hubschrauber auch. Moment, da ist auch ein Hubschrauber. Ja, ob wir jetzt so fahren und dann dahin fliegen oder die offizielle Route. Ja, das passt schon. Wartet, ich fahre. Was? Greife jetzt an. Wieso? Wieso entdecken sie uns? Ich meine, das ist deren Scheißwagen. Oh, sowas nervt. Guten Tag. Alles gut, alles gut. Wir haben sie aufgescheucht. Feuer frei, Feuer frei! Das war scheiße, Knall. Oh Scheiße, wir wurden entdeckt. So. Es que bueno. Könnt ihr mir wenigstens sagen, wer ihr seid? Jedenfalls nicht von Santa Blanca. Geht dich nichts an. Hat Sueño schon wieder was outgesourced? In serio, ich habe die Rechnungen nicht gesehen. Echt jetzt? Nicht dein Problem. Halt! Ihr arbeitet für Pulpo, oder? Es ist verdad. Er und seine Geheimkonten. Als ein Buchhalter, wie soll ich da noch durchblicken? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was hier los ist. La verdad es, Nidia sollte keine Angst haben. Se la van a chingar, jedenfalls nicht jetzt. Wir haben noch gar nicht lang genug geprüft, um herauszufinden, ob sie klaut. Hat Angst vor dem, was mit Leuten passiert, die ertappt werden. Es geht nicht. Ich habe Angst, was es Sueño macht, wenn wir die Prüfung nicht abschließen. Diese Cabrones sind unglaublich. Behaupte, Nidia Flores glaube, Pulpo wolle sie beklauen. Robarle, por favor.
Meinst du nicht, dass du im Augenblick größere Sorgen hast als dein Bürogezicke? Pulpo y sueños, pinche Buchhalter. Das reicht für gewöhnlich. Seit diesem Pendejo Bernie Madoff traut keiner mehr seinem Buchhalter. Ja, Buchhalter müssen, haben einen schweren Job auf jeden Fall. Ich meine, die müssen ja einen richtig guten Ruf aufbauen. Einen richtig guten Ruf aufbauen, damit die Leute denen vertrauen. Ich meine, die managen dann das komplette Geld von denen. Naja. Entschuldigung wegen dem Arm. Silencio, marche. Wieso? Wir sind da. Und wer hat sie angegriffen? Bennett von Nidia Flores. Wegen Unsinn. Sie glauben, Pulpo arbeitet gegen Nidia. Entschuldigen Sie uns mal kurz. Pulpo und Nidia wollen sich ans Leder, ha? Huh? Das können wir gut ausnutzen. Vielleicht stiehlt einer vom anderen. Ja, genau. Wir müssen das nur gut einfädeln. Wir hören uns um. Vielleicht finden wir was Nützliches gegen sie. Hey, wie seid ihr Typen noch gleich? Pulpos Cousine, zweiten Grades. So. Dafür, dass sie für denselben Mann arbeiten, scheinen sich Nidia und El Pulpo nicht sonderlich zu mögen. Sie haben ein gesundes Misstrauen füreinander. Wir müssen dieses Misstrauen nur befeuern und sie brechen einen Krieg vom Zaun. Das ist interessant. So. Wichtige Aufklärungsdaten. Was gibt's da? Was sind da Waffen? Da. Gut, dann holen wir uns mal die Datei. Die Datei, dann gehen wir nach da. Vielleicht reicht das schon. Vielleicht reicht es dann schon. Ah, da ist Unidad. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Ja. War keine Gesellschaft. Achtet auf eure Ziele. Es sind Zivilisten. Geh in Position. Genau auf eure Position. Es stehen noch andere darum. Ziel markiert. Suche eine bessere Schusslinie. Shit, ich muss die Position wechseln. Okay, Ziel markiert. Bereit, auf deinen Befehl. Ich schieße auf die Ärsche. Das Gute ist, die können, glaube ich, die können gar nicht Zivilisten erschießen. Markiere Gegner. Er steht da mit Einheimischen. So, hier drüben alles sauber. Ich muss mal kurz den Typen oder die Frau retten. Konnte ich auf die Entfernung nicht sehen. Frage ist jetzt, ob das einfach so eine Info ist, die da einfach rumliegt, oder? Passt auf, wir haben Feindaktivität. Die wird beschützt. Wäre ja zu einfach. Jo, also Nummer 2. Ich meine sie mit Maschinenpistolen. Noch ein dritter. Ha, da sind irgendwie überall irgendwelche. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ein Dodge?
500. Wir können ja versuchen, das Ganze mal ohne Blutvergießen zu machen. Müsste eigentlich... Müsste eigentlich möglich sein. Hier mal meine La Pistola. Das nehme ich sehr leise. Und das ist geil. Bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Hab noch einen, macht fünf. Wir müssen ja nur in das Zimmer rein. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Nein, da sind Feinde. Da sind Rebellen. Aber wir haben es geschafft. Ich wollte nur nachschauen, ob der irgendwie näher kommt. Ich habe einen Fahrplan der Geldtransporter von der Banco de Barbechos. Sollte nicht schwer sein, einen aus der Herde rauszupicken und die Beute in Pulpos Werkstatt abzuladen. Wenn Bowman die Position des Trucks an Nidia durchsickern lässt, können wir uns zurücklehnen. Hier nehmen mal. Bleib zurück, der Tango könnte dich sehen. Ich bin der Pilot. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Wir haben deren Helikopter geklaut. Oh, und da kommt irgendwas. Mal schauen, die checken uns jetzt nicht. Warum? So, manchmal... manchmal checken. Gut, dann hier ist die nächste. Beste. Ich überlege gerade. Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir irgendwie da unten rein sollen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ich setze Drohne ein. Markiere Ziel. Umfeld beachten. Ich sehe einen Hauptmann. Oh, der betet. Also dieser komischen Göttin, ne? Ja. Das war's schon, oder? Mit dem sind's fünf. Ja, krass. Aber ist ja schon. Dann wird's einfach. Und da. Okay,
okay, nichts passiert. Locker bleiben, alles ist gut. Oh, ich bin ganz locker. Ach ja. Seht mal, Nidia kauft ihr Make-up online. Steht auf der Rechnung eine Lieferadresse? Ja, allerdings. Ich wette, sie hat einen Computer benutzt, der dort steht. Wir hacken das Ding und graben jede Menge Dreck über sie aus. Gute Idee. Legen wir los. Naja. Es hätte auch ruhig und friedlich ablaufen können. War ja eigentlich nicht mehr. Ich hab die zwei schon getötet. Hm. Ja. So, dann hole ich mir noch das Waffenkit da vorne. Auch wenn ich es zu 99,999 Ich sehe eine Waffenkiste. Ja denn? Hi. Ich sehe ein zweites Ziel. Wie kommen die denn jetzt her? Oh, kann ich gebrauchen? Ja, nee, kann ich nicht gebrauchen. Das war so hoch. Nee, lass mich. Gut. Dann verziehen wir uns mal wieder zu den Hubschrauber und genau. Holen uns dann mal die neue Info. Ah, da unten ist er. So, neue Info. Ja, das da. Nida Flores Computer, genau, genau, genau. Ich würde jetzt ganz schnell hierher helikopieren. Oh, du siehst eine Geschütze und da waren wir doch gerade. Ich wette, ein Wheelie hast du nicht drauf. der ist ganz gut. Das ist wieder so eine geschützte Ding. Was war wie geschützt? Ich warte mal, bis der Heli da weg ist. Da fliegt du mal. Oh, und da kommt der nächste. Hier irgendwie so ein Patrouillending für die Helis. Hier ist ein Tango. Ich sehe noch einen Tango. Ja, und sowas checken die halt nicht. Ja, doch. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. So, wir werden auf jeden Fall nicht alles... Da ist der Sicario mit einer Minigun. Sag mir wo. Drin, im Hauptquartier. Ja, hast du gesehen, ne? Ausgeschaltet. Okay, alles ist gut. Wie wird die Pistole?
aufatmen. Mein cabrón, espérate! Hey, Sicario mit Maschinenpistole. Seht mal da, Waffenkiste. Ach, ja. Nett. Warte, ich will mal schnell schauen. Also Schaden ist weniger, Präzision ist weniger, Handarbeit ist besser, Geräuschminderung. Warte, ich rüste die mal aus. Ich mach das mal. Und dann lauf. Ja, Präzision brauche ich bei dem nicht so. Langer Lauf. Mündung, Schalldämpfer. Ja, voll und halb automatisch. Wobei Feuerstoß ist eigentlich auch gut. Also da mache ich vollautomatisch und Feuerstoß. Genau, das war's. Nein, Farbauswahl wieder unser. Und jetzt schaue ich mal. Der Schaden von der Aug ist halt nicht ganz so hoch. Aber das ist eigentlich in Ordnung. Na, dann gehe ich mal kurz weg. Ich meine, wir haben hier ja jetzt alles erreicht, was wir erreichen wollten. Und dann Helikopter und dann schrauben wir uns mal in die Luft. Super, das hat gut geklappt. So. Dann, next one ist in das hier. Wobei, das sind jetzt alles Story-Einsätze. Deswegen, ich will mal die, also alle Infos holen. Und dann werden wir mal schauen. Gut, aber die andere Info werden wir dann das nächste Mal finden. Okay, gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.